Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Fallout 4, hier mit der Maya Müller am Start. Und dort ist sie, ich mach mal kurz das Licht an, die freundlich fesche Piper. Wir haben ja gestern die große Ausgrabung geschafft und sind dann hier rausgegangen. Und da sollen wir uns so theoretischerweise mit jemandem treffen. Das mache ich jetzt aber noch nicht, weil ich möchte mich erstmal wieder ein bisschen entmühlen. Das heißt, wir werden uns entradialisieren, wir werden ein bisschen was trinken und dann entmühlen und dann geht's wieder weiter, genau. Also das Übliche, was man halt so kennt, damit man sozusagen immer startbereit ist für neue Schandtaten. Ne? Also das ganz Normale in dem Commonwealth. Der Commonwealth, ja. Ja. Gut, dazu müssen wir erstmal den Ladescreen überleben. Ich denke mal, das haben wir gut erfolgreich geschafft. Dann können wir erstmal bis hierhin. Hallo. Danke sehr. Hallo Mem. Ja, Mem sagt sie. Es ist ja super. Er sagt eher. Gut, gesamte Schrottlagern. Machen wir. Und dann gucken wir mal, was wir dabei haben. Wir haben dabei Coca-Cola Quantum. Das ist sehr nett. Dann haben wir dann hier mal Klamotten. Mhm. Das können wir auch wegmachen, danke. So, Waffen. Ein Einäscherer kann weg. Das kann weg, die Minigun weg. Das kann weg und das kann weg. Dann sind wir wieder auf unsere drei Waffen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Inventar sieht eigentlich auch alles ganz gut aus. Diverses Hilfsmittel. Ich denke, das können wir so lassen. So, und dann hat er mir hier wohl angesprochen. Carla, wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Ja. Zeig mir mal, was du Schönes hast für mich. Ich habe von allem etwas. Oh, sie hat von allem etwas. Gut, dann wollen wir mal gucken. Carla Komuna, nee, Gala Gummi hat für uns Schrotpatron. Hat sie denn 05er? Nö, hat sie nicht. Gut, mehr brauchen wir dann nicht. Das heißt, wir nehmen das mal an. Und gehen dann raus. Danke sehr. Und tschüss. So, dann wollen wir uns mal entradialisieren. Einmal hier an das Ding. Einmal durch. Danke. Dann wieder ausschalten. Zack. Und weiter geht's. Ah. Genau. Wasserpumpe. La da di da 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 di da 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 di da 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 da. So, schön besser. Schön wässrig. So, das heißt, jetzt gucken wir mal nach der Datenlage. Datenlage sagt: Reise nach Rocket, töte sowieso. Ah, das wäre das noch Sonstiges. Irgendwas haben wir hier noch aktiv. Müssen wir mal schauen. Was haben wir denn hier aktiv? Ein Symbol ist noch aktiv. Also wir haben gut aufgeräumt. Das ist ein Good Night, Boar. Und da ist Sprich mit Hancock. Das heißt, wir können da Good Night, Boar. Danke sehr. Gehen wir mal dahin. Das ist schon erstaunlich. So schließt sich der Kreis. Ja. Okay. Ich hoffe, dass ich noch relativ flott die nächsten zwei Punkte reinkriege und die anderen. Oh, ich muss. Ich habe ja noch so viel vor zu skillen jetzt. Oh, jetzt, wo man weiß, wo man was skillen kann. Also, was, wo man sich jetzt entschieden hat. Dann kann das gar nicht schnell genug gehen, hä? So, Old State House. Wollen wir mal sehen, was uns dort bei Mr. Hancock erwartet. Okay. Hab gehört, dass du den Freedom Trail lang marschiert bist. Was? Bist du so ein, wie nennt man das noch, Geschichtsfreak? Geschichtsfreak? Ich komme aus der Geschichte, würde ich sagen. So, dann wollen wir mal hier hoch. Boah. Okay. Falls du dich gefragt hast, das Signal von Diamond City Radio ist in Good Neighbor super zu empfangen. Und dieser Travis? Mann, der ist echt gut geworden. Na, okay, der hat sich also verbessert schon mal. Hallo Hancock. Bürgermeister Hancock. Ach, wenn das nicht Bobbys kleiner Einfallspinsel ist. Hier. Ja.
für den Schutz meines Verstecks. Weise Entscheidung, oh, sich so gegen Bobby zu wenden. Sie hatte mich ein bisschen verarscht. Bobby hat mich reingelegt. Sie hat bekommen, was sie verdiente. Tja, so läuft das hier für gewöhnlich. Ich sag's dir, dieser kleine Dreispitz wird langsam echt schwer. Werde ich langsam zu diesem Mann? Zu einer Art Tyrann? Ich verbringe die ganze Zeit damit, Leute runterzuputzen, mit denen ich vor einigen Jahren noch stolz was ausgeheckt hätte. Ich muss mal wieder unterwegs sein. Mich auf das Wichtige konzentrieren. Frei zu leben. Ja, frei zu leben. Was ist mit Neighbor? Nicht mein Problem. Wir sehen uns, komm mit mir. Was ist denn mit Good Neighbor? Kannst du Good Neighbor einfach verlassen? Bist du nicht der Bürgermeister? Hey, Bürgermeister ist Bürgermeister. Egal, ob er vor Ort ist oder nicht. Ich bin schon oft weggegangen. So bleibe ich ehrlich. Die Macht darf mir nicht zu Kopf steigen. Darum geht's nicht, wenn man Verantwortung für Good Neighbor trägt. Ja. Gut. Wir sehen uns, Hancock. Ja, bis bald. Ich werde mir Zeit nehmen, um über alles nachzudenken. Falls du einen gut aussehenden Ghoul brauchst, der auf dich aufpasst, lass es mich wissen. Aha, okay, der scheint wohl mit uns auch mal gehen zu wollen. Ja, dann haben wir den wohl abgeschlossen. Schöne Geschichte. Sie macht sich das gemütlich. Ich darf hier gar nicht klauen. Das sieht wieder sehr klautechnisch aus hier. Und dann können wir da eigentlich wieder raus. Tolles Ding, ne? Dann hätten wir im Prinzip einen gut aussehenden Ghoul, der uns so zusammen begleiten könnte. Okay, einmal hier runter mit uns. Da war nochmal das Eden gewesen. Hallo, Big Eden. The Third Rail. Ach so, aha. Interessante Aufmachung. Gut, was wir mal gucken. Was machen wir als nächstes? Wir gehen mal jetzt in die Datenlage rein und schauen mal. Sonstiges. Schaut mal, wir haben richtig aufgeräumt. Wir haben richtig aufgeräumt. Finde technische Dokumente. Das ist weg. Das ist weg. Das ist fertig. So, verschollene Patrouille könnten wir theoretischerweise noch machen. Leuchtend Meer. Da müssten wir ja eigentlich auch lang. Wir gucken uns mal das leuchtende Meer an. Wo ist denn das da? Ich finde Virgil im leuchtenden Meer. Da werden wir Radioaktivität erleiden. So rein theoretisch, ne? Das ist da unten, da. Es scheint ja wohl diese Stücke zu sein, dass da das leuchtende Meer ist. Somerville Place, da haben wir noch Robotics Pioniermarkt. Park. Das heißt, wir reisen mal da runter. Gucken wir uns mal an, wie viel Radioaktivität wir bekommen. Ansonsten hauen wir uns mit irgendwelchen Medikamente zu oder irgendwas werden wir machen. Aber das ist der Weg, der jetzt geht. Ha? Da runter geht's jetzt. Naja. Das Fleisch der zahlreichen Tiere des Commonwealths. Mmh, yummy, yummy. Mit Hilfe der Power-Rüstungsstation. Ja. Das war in der Richtung da. Wir nehmen mal sicherheitshalber eine Wumme in Anschlag. Oh man, wir es ja nie. Dann wollen wir mal die Meter hier laufen. Was ist das hier für ein Teil? Aha. Da ist ein Wachbot. Geschlossen. Okay, hat sich erledigt. So viel zum Thema Wachbot. Dahin ist die Tanne, die war sozusagen auf der Karte hat. Die will ich mir eigentlich auch noch angucken. Da da di da da di da 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 di da 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 da. Da hänge ich fest. Ba da ba da bu, da hänge ich auch fest. Warum laufe ich hier immer so komisch, dass ich irgendwie immer festhänge? So, da unten müsste irgendwo dieses Robotik-Ding sein. Ich drücke schon mal wieder die Taste wie wild.
Oh, eine Hubblume. Hm. Ah, wilder Ghoul-Pirscher. Mhm. Ah, Robotics Pionierpark. Da ist es. Da haben wir auch nur noch Ghule. Lassen wir erstmal sein in den Robotics Pionierpark. Können wir uns immer noch angucken. Ich wollte ihn aber zumindest markiert haben. Versteht schon, ne? So. Wir haben eine Menge Redaway. Wir haben eine Menge Wasser. Wir haben eine Menge Medipacks. Und da vorne sieht es schon sehr koronisch aus. Nein, Coronas. Da scheint es radioaktiv zu sein. Und da gucken wir da mal hin. Okay, leuchtend rotes Meer haben wir entdeckt. Das leuchtende Meer, yeah. Und hier wird es dann wirklich radioaktiv. Merkt ihr das? Wir haben schon mal einen Red One. Crit. Keine Ahnung. Irgendwas könnte ich hier critten. So, dann wollen wir mal rennen, damit wir hier nicht allzu lange hier rumgucken. Ja, ihr versteht schon warum. Aber solange das Radioaktivität auf 1 ist, ist alles in Ordnung. Und daher geht's. Immer noch 1er Radioaktivität. Wir sollten so ein bisschen den Geigerzähler im Auge behalten. Ich guck mal nach, wie weit das noch ist. Ach du Scheiße. Das ist wirklich bis zum Rande. Die denken sich, ja, oh, lass den mal hier bis zum Rande laufen. Huh? Naja, die Rückreise wird ja dann einfacher, weil, ist so. Da haben wir was Großes. Hallo. So, du kriegst einmal alles in den Bauch. So viel zum Thema AP. Du kriegst das hier in den Schädel rein. Du bist mein kleines Todeskrallenschwein. Genau. Ja. So. Körper her. Ja. Das ist. Au, wow. So, warte mal. Wir müssen erstmal laufen, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen AP reinkriegen. AP. Wo ist der hin? Ah, da hinten. Gibt sich sozusagen mit der Piper ab. Der freundlich Fashion übrigens. So, den will ich nicht. Ich will erstmal den hier. So. So, haben wir. Dann kommt der Skorpion ran. Hallo Scorpions. The Wind of Change. So, hier, komm mal her. Gut, haben wir. Damit liegt der Scorpion. Okay, was hat der Scorpion für mich zu bieten? Was hat die Toastkralle für mich zu bieten? Funkhorken, langweilig. Und der Skorpion selber? It's the Enlightenment. Nix. Gut, das heißt, wir drücken uns erstmal ein bisschen was rein. Wir drücken uns erstmal rein Hilfsmittel. Wir machen einmal einen Redaway rein und werden erstmal weiter in die Richtung laufen. So, und dann drücken wir uns Wasser rein. Ja? Dann sind wir wieder mehr oder weniger fit. Und die Radioaktivität hier, wie gesagt, ist ein ganz großes Kino. Guck mal, hier schlimmert, wird das sogar noch schlimmer. Oh Gott, ey. 6, 2, 1. Okay, das lag wohl an dem Wasser. Okay. Ei. Also diese Gegend hier sieht nicht sehr freundlich aus. Ei.
Gekenterte Fabrik. Ja, lassen wir erstmal so sein. Die gekenterte Fabrik ist mir gerade wirklich erstmal wirklich egal. Wir reloaden mal. Geht das nicht? Okay. Da unten ist noch ein Skorpion. Ach, du Scheibenkleister. Wie sieht denn das hier bitte aus? Hier ist ganz viel Zeug. Ja, ich habe keinen Bock auf die Skorpion. Ei. Alter, die Radioaktivität wird ja immer mehr hier. Der Skorpionjäger ist hier hinter mir, ja. Machen wir es mal so. Da kommt noch was Großes. Mami, ich habe keinen Bock auf euch. Ach du Scheibenkleister. Und wir sind noch ziemlich weit weg. Behaupte ich mal. So, wir werden nochmal entradialisieren. So. Ah, wir sind auf 100 Meter Entfernung. Oh, ganz tolle Ding. So, Krater des Atoms entdeckt. Das ist sehr schön. Hier ist die wohl reingeflogen, die Rakete. Bleib stehen, Fremder. Du näherst dich Atoms geheiligtem Boden. Aus welchem Grund? Rede, oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Ich sag bloß, das ist auch so eine komische, Ganz ruhig, Schwester. Ich bin ein Kind von Atom. Ich gehöre zur Kirche des Nukleus, bei einem Ort im Norden. Verhaber? Verhaber? Nur wenige wissen von dem Land unter Atoms Schleier. Und noch weniger behaupten, in seinem heiligen Nebel gebetet zu haben. Eine interessante Behauptung, falls sie wahr ist. Bist du hier, um mit uns zu beten? Wisse, dass Atoms Zorn keine Lügen duldet. Ja. Ich will euch nicht schaden. Ich gehe, Ich suche nach jemandem namens Virgil. Virgil? Ja, wir kennen diesen Virgil. Und was willst du von ihm? Um ins Institut mit anderen Gläubigen helfen, meine Angelegenheit. Es geht um das Institut. Ich brauche seine Hilfe, um ins Institut zu kommen. Ich habe von diesem Institut gehört. Sie verstecken sich, wollen Atoms Macht entgehen. Ein aussichtsloses Unterfangen. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Ja, sie glaubt nicht, dass er darüber sonderlich erfreut sein wird. Wollen wir mal gucken, wo soll denn er sein? Es ist noch weiter in der Richtung? Das ist schon außerhalb der Karte. Ja, weil das außerhalb der Karte ist, finde ich das ein bisschen irritierend. Wir speichern mal sicherheitshalber. Also hier in diesem Gebiet speichere ich lieber dann doch mal. Bitte überbringe unseren Brüdern und Schwestern bei diesem Nukleus unsere Grüße. Ja, kann ich machen. Ja. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwo da langkommen. Alter Falter, hier strahlt das richtig geil. Was haben wir denn? Da ist nochmal ein schöner Skorpion. Mit denen will ich nicht viel zu tun haben. Alter, dann ist das hier eine Gegend hier. Ich frage mich aber, warum hier dauernd Blitze einschlagen oder sowas. Das finde ich ein bisschen irritierend.
Ecke, wir müssen irgendwie weiter da hoch und dann da runter oder irgendwie sowas. Kann mich natürlich auch verdenken. Weil zumindest tickert hier der Geigerzähler ganz freundlich hin und her. Wie sieht's da aus? 74 Meter. 40 Meter. Da ist nochmal eine Todeskralle. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns nochmal ein Redaway rein. Einmal ein Redaway. Lassen das mal wirken. Oh. Dann nehmen wir uns nochmal ein bisschen Wasser rein. Und dann können wir hier theoretischerweise schon runter. Genau. Haben wir die Todeskralle sozusagen mal ein bisschen beiseite gelassen. So, Radioaktivität scheint hier nicht mehr so der Gang der Gänge zu sein. Da ist es ein bisschen hell. Okay, wir gehen mal sozusagen in den Tarnungsmodus. Und entschärfen mal hier ein bisschen was. Ja, ihr seht schon, was die Sache ist. Da vorne haben wir ein schönes Geschütz. Wir nehmen mal sicherheitshalber ein paar zwei Kugeln. So, den haben wir ebenfalls ausgeschaltet. Hier ist auch nochmal so ein Seitenweg. Da ist auch nochmal eine. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, ob die Dinger mich hier sonst fressen oder so. So, da wären noch jedenfalls nochmal die Dinger. Hier sind nochmal Patronen. Ja, ich greife immer zu. Wir nehmen das hier mal mit, das besondere Zeug. Da ist nochmal ein Roboter. Es ist sehr schön, dass du da einfach so durchläufst. Kopf. Torsa. Im Torsa würde ich mehr Schaden verursachen. So. Das ist Virgil. Ach, der ist dann böse. Seht ihr das? Gut, das heißt, wir reloaden nochmal. Laden wir mal. Laden, laden, laden. Virgils Labor. Also ich hätte es nicht anballern müssen anscheinend. Gut, gehen wir mal so rein. Wir sind entdeckt übrigens. So. Okay. Halt, ganz langsam. Aha. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na, will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Interessanter Typ. Bist du Virgil? Du weißt genau, dass ich das bin. Was willst du hier? Ich brauche Informationen, ich brauche Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Wobei? Und wie hast du mich überhaupt gefunden? Wie habe ich dich gefunden? Ich suche nur nach Informationen über das Institut. Das Institut? Also haben sie dich geschickt, nicht wahr? Du arbeitest mit Kellogg zusammen. Du bist ein Feigding. Ich habe mich darum gekümmert. Angst vor Kellogg? Warum hast du solche Angst vor Kellogg? Hast du einen Schimmer, was der Typ alles getan hat? Wofür ihn das Institut bezahlt? Alles geheime Operationen. Der Mann ist ein Killer. Und er ist ein Meister seines Fachs. Kellogg ist keine Gefahr mehr. Ist tot? Lüg mich nicht an. Ja. Ist das so schwer zu glauben? Natürlich ist es das. Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du... Du
du hast ihn getötet, was? Was willst du nun von mir? Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Was kannst du mir über das Institut erzählen? Ich muss da reinkommen. Auf jeden Fall. Machst du Witze? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Das spielt keine Rolle. Gut. Weißt du was? Es ist mir auch egal. Wenn du sterben willst, dann ist das deine Sache. Ja. Aber ich sage dir, genau das wird passieren. Ich kann dir helfen, aber du musst mir ebenfalls einen Gefallen tun. Das war klar. Was willst du von mir? Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das meinen Zustand heilen sollte. Ich konnte es nicht mitnehmen. Es ist noch in meinem Labor und... Schau mich an. Ich brauche es. Wenn du es ins Institut schaffst, musst du es für mich suchen. Was meinst du? So, kann man ja mitnehmen. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. In Ordnung. Dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Syns das Institut betreten und verlassen? Wohl mit einem Teleporter? Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Ja, natürlich. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ah. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Ein Runner? Was ist das? Noch ein Geheimnis des Instituts. Runner sind Syns des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Synd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Warum eigentlich? Warum muss ich einen töten? Weil du ins Institut willst. Schon vergessen? Sie sind deine Eintrittskarte. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Ah. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst. Und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Ja, das habe ich fast geahnt. Gut, was soll ich denn da machen? Was muss ich tun? Hör zu. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen. Direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Da muss ich nur noch nicht draufgehen. Ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Na. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Ja, ich gebe mir Mühe. So, das leuchtende Meer, abgeschlossen. Ja, Virgil sieht doch etwas anders aus als erwartet ursprünglicherweise. Super Mutanten-Armschienen hat der junge Herr. Ja.
So sieht er aus. Ich glaube, besonders glücklich ist er nicht aktuell. Wir nehmen mal ein bisschen Abstand. Begib dich zum CIT. Auch das sollten wir machen. Deshalb wünsche ich euch allen erstmal wieder einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund und vor allen Dingen lasst euch nicht ärgern. In dem Sinne, ciao, ciao und bye, bye.